Heute lernst du wieder ein gutes Stück mehr mit dem Computer und Windows umzugehen. Am Ende dieses Videos kennst du die Funktionen von Benutzerprofilen in Windows 11 und weißt, wozu du sie anwendest, wie du ein Konto erstellst und einiges mehr. Also bleib bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Da es sich hier um den Teil eines Kurses handelt, bekommst du am Ende Hausaufgaben, um dein gelerntes Wissen direkt umzusetzen. Ich bin Chris und helfe dir endlich besser mit dem Computer umzugehen, also ab auf meinen Bildschirm. Die erste Frage, die du dir wahrscheinlich stellst, ist, warum sollte ich überhaupt mehrere Benutzerkonten haben? Das Einrichten mehrerer Benutzerkonten auf einem Windows-Computer bietet mehrere Vorteile. Besonders, wenn mehrere Personen den gleichen Computer nutzen oder du deinen Computer für verschiedene Zwecke verwendest. Einige gute Gründe sind zum Beispiel die Privatsphäre, die Sicherheit und die Einstellungen und einzelnen Anpassungen. Jedes Benutzerkonto hat seine eigenen persönlichen Daten, Einstellungen und Desktop-Hintergründe. Wenn du also deinen eigenen Benutzer-Account hast, kann niemand anderes ohne Erlaubnis auf deine persönlichen Dateien zugreifen oder diese löschen. Ein weiterer Grund ist das Arbeiten mit verschiedenen Projekten. Wenn du deinen Computer sowohl für die Arbeit als auch für persönliche Angelegenheiten nutzt, kannst du getrennte Konten erstellen. Dadurch bleibt alles ordentlich getrennt und du kannst effizienter zwischen verschiedenen Projekten oder Aufgaben wechseln. Und eine weitere Möglichkeit ist die Elternkontrolle bzw. die Kindersicherung. Wenn Kinder den Computer nutzen, kannst du spezielle Konten mit eingeschränkten Zugriffsrechten erstellen. Das ermöglicht dir, die Nutzungsdauer zu begrenzen und sicherzustellen, dass sie nur auf altersgerechte Inhalte zugreifen können. Zusammengefasst bieten separate Benutzerkonten mehr Sicherheit, Privatsphäre und Organisation für alle, die denselben Computer verwenden. Jeder Benutzer hat seine eigene Umgebung und Änderungen, die ein Benutzer vornimmt, beeinflussen nicht die Einstellungen oder Dateien anderer Benutzer. Jetzt möchte ich dir einmal zeigen, wie du ein Konto anlegen kannst. Dazu gehst du hier unten auf das Startmenü. In der linken Ecke siehst du bereits dein angemeldetes Profil. Dort klickst du einmal drauf, dann siehst du auch hier schon die weiteren Profile, die eventuell auf deinem Computer vorhanden sind. Wenn kein weiteres vorhanden ist, siehst du hier natürlich nichts. Dann gehst du auf Kontoeinstellungen ändern. Hier oben klickst du dann noch auf Konten, um auf die allgemeine Konteneinstellungen zu kommen. Hier siehst du dann die verschiedenen Möglichkeiten zur Einstellung. Um nun ein neues Konto anzulegen, klickst du auf Weitere Benutzer. Auch hier hast du eine Übersicht über die Benutzer, die es bereits gibt. Um ein weiteres Konto anzulegen, klickst du nun auf Konto hinzufügen. Hier kannst du nun die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer Person eingeben, die du hinzufügen möchtest, wenn diese bereits zum Beispiel ein Windows- oder Outlook-Konto hat. Wenn das nicht der Fall ist, klickst du hier unten auf Ich kenne die Anmeldeinformationen nicht. Hier kannst du dich nun entscheiden, ob du ein neues Konto mit einer E-Mail-Adresse anlegen möchtest oder einen lokalen Nutzer auf diesem PC anmelden möchtest. Dieser funktioniert dann nur auf diesem einen PC. Das machen wir jetzt einmal. Die Option mit dem Anmelden einer neuen E-Mail-Adresse funktioniert eigentlich ähnlich. Als erstes gibst du den Namen für den Benutzer ein. Wir nennen diesen jetzt einmal Chris YouTube. Dann gibst du ein Kennwort ein. In der nächsten Zeile musst du dieses noch einmal bestätigen. Und darunter wählen wir drei Sicherheitsfragen aus, mit denen du dein Kennwort wieder zurücksetzen kannst, falls du es einmal vergessen hast. Die dazugehörige Antwort schreibst du einfach darunter. Nun erkennst du auch, dass du hier ein weiteres Benutzerkonto angelegt hast. Jetzt möchten wir uns mit dem neuen Konto einmal anmelden. Dazu gehe ich auf Start und auf mein Benutzerprofil und hier kann ich mich nun abmelden. Somit wechsle ich jetzt den Benutzer, der an dem Computer angemeldet sein kann. Hier im Sperrbildschirm kann ich nun das andere Profil auswählen, mit dem ich mich jetzt anmelden möchte. Dann gebe ich das Passwort ein, das dieser Benutzer bekommen hat. Die Anmeldung dauert nun einen kurzen Augenblick, da Windows einige neue Dateien lädt und das Betriebssystem für dich vorbereitet. Bei den nächsten Anmeldungen geht dies dann deutlich schneller. Wenn du dich das erste Mal mit deinem Benutzerprofil anmeldest, bekommst du hier von Windows einige Fragen gestellt, ob du bestimmte Dinge zulassen möchtest, wie zum Beispiel das Verwenden deines Standorts. Ich klicke mich jetzt hier einmal schnell durch. Diese Fragen liest du dir am besten in Ruhe durch und entscheidest selbst, was du davon möchtest.
Jetzt erkennst du bereits, dass du mit dem anderen Benutzerprofil angemeldet bist. Schließlich hat sich der Desktop-Hintergrund geändert. Somit kann jeder Benutzer das Aussehen seines eigenen Bildschirms verändern. Mit Klick auf das Startmenü siehst du auch hier unten, welcher User aktuell angemeldet ist. Jetzt möchte ich dir einmal zeigen, wie du dein Passwort ändern kannst. Dazu klickst du auf das Benutzerprofil und auf Kontoeinstellungen ändern. Auch hier gehst du wieder auf Konten und diesmal auf Anmeldeoptionen. Hier klickst du auf Kennwort. Und dort kannst du es dann auch ändern mit einem Klick auf die Schaltfläche. Als erstes wird dein aktuelles Kennwort benötigt. Anschließend gibst du dein neues Kennwort ein. Und darunter gibst du einen Kennwort-Hinweis ein. Am besten kryptisch genug, damit es nicht direkt jedem verrät, was das Passwort ist. Wenn du auf Passwort vergessen klickst, bekommst du nämlich als erstes den Hinweis angezeigt. In diesem Fall habe ich ein unsicheres Passwort, nämlich Chris 2024 gewählt. Also würde ich mir jetzt hier Name plus Jahr hinschreiben. Allerdings ist daran natürlich ziemlich einfach zu erkennen, was das Passwort sein könnte. Das bestätige ich nun und drücke auf Fertigstellen. Wenn ich den Benutzer jetzt also wieder abmelde und mich anmelde, benötige ich das neue Passwort. Was passiert nun, wenn du dein Passwort vergessen hast? Wenn ich also eine falsche Abfolge meines Kennworts eingebe, dann bekomme ich jetzt hier als nächstes den Kennwort-Hinweis, Name plus Jahr. Wenn ich jetzt immer noch nicht weiß, was mein Passwort gewesen sein könnte, klicke ich auf Kennwort zurücksetzen. Hier muss ich die drei vorher bestimmten Sicherheitsfragen beantworten. Wenn ich diese alle richtig beantwortet habe, kann ich nun ein neues Passwort eingeben. Anschließend werde ich am Windows angemeldet. Übrigens muss ich den Benutzer nicht immer abmelden, wenn ich den Benutzer wechseln will. Ich kann auch zwei Benutzerkonten gleichzeitig angemeldet lassen, dann werden die Programme im Hintergrund nicht extra geschlossen. Wenn ich mich jetzt also mit Chris Computerwissen anmelden möchte, klicke ich auf dieses Logo und gebe hier mein Passwort bzw. mein PIN ein. Mit Klick auf die Profile erkennst du auch, dass hier ein weiteres Konto aktuell angemeldet ist. Übrigens gibt es mehrere Anmeldeoptionen als nur das Kennwort. Dazu gehst du in Konten auf Anmeldeoptionen. Hier oben erkennst du dann, dass du noch mehrere verschiedene Optionen nutzen kannst. Unter anderem die Gesichtserkennung, wenn du eine Webcam hast, oder die Fingerabdruckerkennung, wenn du einen Fingerabdrucksensor auf deinem Computer hast. Außerdem kannst du auch eine PIN verwenden oder einen physischen Sicherheitsschlüssel, wie zum Beispiel einen USB-Stick. In diesem Fall möchte ich jetzt eine PIN verwenden. Beziehungsweise habe ich bereits eine PIN verwendet und kann diese nun ändern. In der Regel besteht eine PIN aus Zahlen. Du kannst aber hier den Haken setzen für Buchstaben und Symbole einschließen. Dann kannst du auch Buchstaben und Symbole verwenden. Das erhöht natürlich die Sicherheit der Anmeldung. Des Weiteren kannst du die Zugriffsrechte der Benutzerprofile anpassen. Dazu gehst du in den Kontoeinstellungen auf weitere Benutzer. Und hier kannst du für die Benutzer auswählen, welchen Kontotyp diese verwenden sollen. Es gibt einmal den Standardbenutzer und den Administrator. Der Administrator hat Rechte zum Installieren und Deinstallieren sowie das Ändern von Systemeinstellungen. Außerdem kann dieser auch die Zugriffsrechte verwalten. Der Standardbenutzer hat diese Rechte in der Regel nicht. Eine weitere Verwendung von Zugriffsrechten ist die sogenannte Kindersicherung. Dazu gehst du in der Kontoeinstellung auf Familie. In Familie siehst du nun, welche Mitglieder deiner Familie zugeordnet sind. In diesem Fall habe ich ein Benutzerkonto Demo Kind. Auch hier kann ich den Kontotyp ändern oder auch die Anmeldung sperren. Wenn ich nun die Familien-App öffne, sehe ich auch weitere interessante Informationen zu diesem Benutzer. Hier finde ich wieder das Kind. Dort klicke ich einmal drauf. Dann bekomme ich hier nämlich auch eine Übersicht über die Zeit, die das Kind am Computer verbracht hat. In diesem Fall nur eine Minute. Außerdem kann ich auch sehen, an welchem Computer es angemeldet war und wann das letzte Mal. Genauso kann ich hier einen Altersfilter einstellen. In diesem Fall darf das Kind also Programme und Spiele benutzen, die bis 6 Jahre freigegeben sind.
Außerdem kann man die Websuche beschränken oder auch ein Guthaben auf ein Konto aufladen, wenn dieses Geld benötigt, um es für bestimmte Spiele auszugeben. Die genauen Familieneinstellungen zeige ich dir nochmal in einem späteren Video. Nachdem du nun gelernt hast, wie du ein neues Konto anlegst, das Passwort änderst, dich an- und abmeldest, ein Passwort zurücksetzen kannst, die verschiedenen Anmeldeoptionen kennengelernt hast und weißt, wie du die Zugriffsrechte anpasst, möchte ich dir jetzt noch zeigen, wie du ein Konto löschen kannst, wenn du dieses nicht mehr benötigst. Dazu gehst du auch hier wieder in den Kontoeinstellungen auf weitere Benutzer. Dann wählst du das Benutzerprofil, das du nicht mehr benötigst und klickst hier bei Konto und Daten auf Entfernen. Anschließend wirst du noch darauf hingewiesen, dass du alle Elemente auf dem Desktop sowie die Downloads, Dokumente und Fotos etc. von diesem Benutzer löschen wirst. Dann klickst du auf Konto und Daten löschen. Das dauert einen Moment, da der Computer jetzt nun diese Dateien löscht. Wenn das geschehen ist, erkennst du, dass der Benutzer hier nicht mehr auftaucht. Somit ist das Profil gelöscht und du kannst dich auch jetzt nicht mehr mit diesem Profil an dem Computer anmelden. Wie versprochen, bekommst du, um das Gelernte umzusetzen und zu verinnerlichen, nun deine Hausaufgaben. Erstelle ein lokales Benutzerkonto auf deinem PC. Melde dich an deinem neuen Konto an. Ändere das Passwort für dieses Konto. Dir gefällt der Kurs? Dann abonniere direkt den Kanal, um immer sicherer im Umgang mit dem Computer zu werden und kein Video zu verpassen. Das Ganze ist für dich natürlich komplett kostenlos. Heute hast du wieder einiges gelernt. Im nächsten Video erfährst du, wie du Programme installieren und wieder korrekt löschen kannst. Außerdem zeige ich dir den Microsoft Store.